Hi, ich bin Dirk. Ich bin heute wieder mit Hugo unterwegs. Ja, eigentlich ist es eine ganz normale Gassi-Runde, aber ich will nebenbei unbedingt nochmal Kiessparen finden, einen kleinen Vorrat anlegen. Und wo ich Bock drauf habe, ist halt unterwegs, ist jetzt kein richtiger Schwerpunkt, aber wenn ich Pilze finde, nehme ich die auch noch mit. Wir haben jetzt grob Mitte September, ist noch eine gute Zeit für Pilze, deswegen habe ich meine Augen immer offen. Kurz zu meinem Equipment. Ich habe natürlich wieder, gerade weil ich mit Säge und Axt und sowas rumhantiere, mein Medic Pack bei. Ich habe auch noch ein erweitertes, ich habe noch ein Israel Bandage zusätzlich mitgenommen, weil ich halt mit Axt und Säge und Messer hantiere. Ich habe zwei Sägen mit, ist völliger Quatsch eigentlich, aber ich liebe diese Säge so und will die halt nicht mit dem Harz irgendwie versauen oder gerade wenn ich im Wurzelbereich in der Erde rumwühle. Deswegen habe ich hier noch eine Ausweichsäge, die ist ein bisschen kleiner, aber ist halt nicht für mich ganz so ärgerlich, wenn ich die versau. Ja, ein Messer habe ich noch mit bei. Damit kann ich auch noch mal ein bisschen rumbrokeln, brechen. Das hat eine schöne dicke Klinge, also die bricht nicht so schnell weg. Und ich habe diesmal einen Beil dabei. Ich bin ja eigentlich ein Freund davon, Bushcraft Survival keine Axt mitzunehmen. Bei mir reicht eigentlich meine Säge bzw. in Verbindung mit meinem Messer. Ich kann damit spalten, ich kann damit eigentlich alles machen. Ich brauche das Beil nicht. Es ist einfach nur, ich bin ein Mann, ich kann damit kämpfen. Selbstverteidigung, völliger Quatsch aus meiner Sicht. Es ist laut, wenn ich damit arbeite. Eine Säge ist viel, viel leichter. Ist hinter mir am Kacken. Aber gut, das nützt ja nichts, muss ja gemacht werden. Ja, zusätzlich habe ich noch eine Dose mit dabei, wo ich meine Pilze reinsammle. Ich sammle auch nur so viel, dass ich heute Abend was zum Abendessen habe. Und ich habe es für das harzige Holz, für den Kiessparen, habe ich halt die Tüten bei. Kiessparen, was mache ich jetzt? Also ich bin eigentlich scharf auf so eine Wurzeln. Das ist jetzt hier fast ein Pilz. Aber so diese weißliche Färbung, das ist dann immer ganz interessant für mich, weil das sagt mir, dass es vielleicht harzig ist. Überhaupt Wurzeln, wenn die hier im Außenbereich ziemlich morsch sind, dafür nehme ich dann die Axt, haue das mal alles ein bisschen klein. Und da findet man ganz oft im Inneren halt, weil der Baum irgendwie abgesägt wurde, umgeknickt ist, diese Harzlagerungen, die ich eigentlich finden will. Des Weiteren gucke ich halt auch in den oberen Bereichen, ob da irgendwelche Äste abgebrochen sind, weil wenn ein Baum verletzt ist, so ist es ja, dann wird der Baum da Harz hin dirigieren, um diese Verletzung halt zu korrigieren oder beziehungsweise in den Griff zu kriegen. Mit Vorliebe gehe ich eigentlich auf Kiefernholz los, aber eigentlich sind alle harzigen Bäume dazu geeignet, Kiessparen zu sammeln. Selbst Obstbäume, wenn ich an einen Apfelbaum denke, auch der ist harzig teilweise. Die verschiedenen Sorten gibt es ja auch wieder. Für mich persönlich das Beste ist halt die Kiefer. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir was finden. Gehen wir erstmal ein paar Schritte. Was ist da los? Wir haben uns umentschieden. Wir gehen jetzt auf Trüffelsuche. Hugo denkt, er ist ein Trüffelschwein. Nein, lass es. Auf jetzt. Ich mache natürlich wieder zu, nicht, dass da einer drüber stolpert, hinfällt. Aber er ist halt ein Grabenschwein. Nein, 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 nein. Ich mach zu, er macht auf. Hör auf damit. Los. Wenn ich jetzt hier die Augen noch mehr auf habe, wie ich sonst immer auf habe, achte ich natürlich auf harzige Bäume. Hier ist wieder so ein Exemplar, der umgekippt ist. Das heißt, der Wurzelbereich ist für mich interessant. Aber noch viel interessanter im Moment gerade ist, irgendein Räuber hat da drauf gerade eine Taube gefuttert. Wenn der Kameramann da gleich einmal draufstellen könnte, das mal sehen, der ganze Fieder-Zeugs. Ich werde gleich mal gucken, ob ich hier mal ein bisschen Probe klopfe. Ich verspreche mir hier ein Stück Harz halt. Ne? Ich habe ja von Verletzungen gesprochen, auch wenn jetzt hier kein großer Ast ist. Ich denke, in dem Bereich hier muss irgendwas gewesen sein. Auf jeden Fall tritt hier Harz aus. Das ist eigentlich das, was ich suche. Was ich natürlich jetzt nicht mache, ist an dem Baum hier rumkloppen oder rumsiegen. Weil der steht ja noch, ne? Ich gehe dann auf kaputte Bäume. Was anderes wäre jetzt, wenn jetzt hier so ein Astvorsprung wäre, das ist aus meiner Sicht gar kein Problem, diesen Stumpen abzuschneiden und ja, den Kiessparen, den ich dann geerntet habe, hoffentlich hier mitzunehmen. Aber genau sowas suche ich, in diese Richtung hier. Ja, wie gesagt, so Waldeier-Erdbeeren gibt es hier auch. Hier ist ein Weg, hier pinkeln ziemlich viele Hunde und deswegen esse ich die nicht. Gehe ich die wieder hin. Ich meide das an den Wegrenden, irgendwie, wo ich selber mit dem Hund hier auch lang gehe. Schnell ist das Beinchen mal gehoben und irgendwo gegengepinkelt. Oder wenn man wirklich drauf angewiesen ist, ja, abwaschen halt. Ne? Ist sowieso alles, was tief hängt. Gibt es noch den Fuchsbandwurm. Ich sag ganz ehrlich, ich esse alles vom Boden. Habe ich immer gemacht. Ich habe sowas noch nie gehabt. Aber nur, dass man mal darüber gesprochen hat, dass das alles auch gar nicht so ungefährlich sein kann. Ne? Ja, wenn man hier mal sieht, auch die Tierwelt, die frisst natürlich die eigenen Pflanzen. Für mich immer ein Indiz, auf der richtigen Spur eine Speisepilz zu sein. Der wäre mir jetzt schon zu groß. Aber was man mal eben zeigen kann, ich habe hier noch einen anderen abgeknickten gefunden. Das hier
hat Lamellen. Von Lamellen bleibe ich sowieso immer weg. Und das hier hat so einen richtigen Wulst unten drunter. Auch wenn der ekliger aussieht, ist das hier essbar und der eben halt nicht. Wenn man gleich mal ranzoomt, sind immer wieder riesen Ameisenhaufen, die wir sehen. Und ich weiß, dass das sogenannte Satellitenstaaten sind. Das heißt, wenn der Haufen jetzt hier zerstört wird, die Königin wird getötet oder wie auch immer, dann sind die anderen Staaten, die anderen Ameisenhaufen, die in der Nähe sind und unterstützen hier wieder in Form von Nachwuchs und so. Ne? Total irre. Ich bin da auch noch nicht ganz weit, ich muss das noch ein bisschen, belesen, weil mich das echt interessiert. Aber dass so Völker dann doch zusammen leben oder aneinander leben und sich gegenseitig sogar helfen, ne? Krass. Bin immer auf so einer Suche nach Kiesspan, hab auch noch nicht genug. Hier ist wieder so ein Stumpen, der ist ziemlich weich, kann überall so reindrücken. Außer hier ist ein harter Stumpen. Und wenn ich Glück habe, werde ich da halt fündig, ne? Der riecht noch nichts nach Kiesspan. Am geilsten sind die Stumpen, die wirklich von außen so voll mit Harz schon sind, wo man dann sehen kann, alles klar, der hat richtig geharzt. Da würde ich die Wurzel dann noch ausgraben, aber hier ist mir zu wenig. In der Mitte ist ein bisschen stabiler, aber ist nichts. Naja, suchen wir wieder weiter. Also Pilze wird echt mau. Die haben hier alles abgegrast. Aber was ich gefunden habe, ist ein Hufeisen. Das war an einem Baum angelehnt. Dieses Gelände hier ist ein ehemaliges Wehrmachtsgelände. Die haben hier Munition gebunkert und hier vermutet man dann irgendwelche Kriege. Und dementsprechend sind ganz viele mit der Metallsonde hier. Und so Funde stellen die dann an den Bäumen oder sammeln das auf den Haufen. Ich überlege mir noch, ob ich das mitnehme, weil wenn man das so rum aufhängt, das soll ja Glück bringen. Man darf das nur nicht verkehrt rum aufhängen, dann fällt das Glück nämlich raus. Also für Pilze sehe ich hier in diesem Spot schwarz. Kuh ist das scheißegal, jetzt zieht mich einfach durch die Gegend. Kiesspan habe ich jetzt vereinzelt so ein paar Brocken rausgeschnitten. Das werde ich gleich zu Hause nochmal auseinanderschneiden. Mal gucken, was ich jetzt wirklich da gefunden habe. So, noch ein bisschen weiter. Wenn ich da nochmal so einen Volltreffer lande, filme ich das natürlich. Vielleicht finde ich auch noch ein paar Pilze, aber erstmal, es sieht echt mau aus. Wir haben hier ganz viele Menschen, die hier wirklich sammeln. Das hier ist echt leer gepflückt. Und die Zeit geht ja auch langsam zu Ende, sage ich mal. War dieses Jahr auch früh mit Pilzen, fand ich. Ja? Ja, hier ist auch nochmal eine Stelle, dass hier irgendwie auch Kiesspan hergestellt wird. Hier kann man sehen, dass der Baum verletzt wurde. Ich denke durch eine landwirtschaftliche Maschine, in dem Fall vielleicht Harvester oder so, weiß ich nicht, ist nur Spekulation. Aber hier kann man mal sehen, Wunde und jetzt fängt der Baum an, hier voll zu harzen. Da oben ist auch noch ein Ast weggebrochen, da ganz oben, wenn man das sehen kann. Und wenn der irgendwann umkippt, die Stellen, da ist alles voll Harz, das ist das, was ich suche. Ja? Abgebrochene Äste oder halt dann hinterher im Wurzelbereich. Geil ist, wenn die Sturmschäden hätten und die liegen noch einen Augenblick und der Baum versucht auch mal alles zu geben, um sich zu retten und produziert dann hier diese Verletzungsmuster hier. Dadurch, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich mit Kiesspan war, aber ich habe hier unterm Schuh, als ich gerade am Baum erklärt habe, den ganzen Harz aufgesammelt, der da unten drunter war. Ich meine, das brennt ja auch wie Hulle, ne? Hier kann man das auch schön sehen. Jetzt habe ich einen vielversprechenden Stumpen gefunden. Ich habe den mal angehackt und wenn man das hier mal so sieht, das merkst du auch schon beim Reinhacken, dass das richtig schwer ist. Jetzt habe ich diese rotliche, orangene, gefärbte Geschichte. Hier riecht das auch schon richtig. Ich acker jetzt hier dran mal ein bisschen rum und ernte ein bisschen. Also haben wir doch noch ein bisschen was gefunden. Sieht vielversprechend aus. Alter Schwede. Und wie morsch das schon von innen war und innen bombenfest. Das Problem ist, wenn wir mit der Säge, sehe ich mich tot. Auf jeden Fall so viel wie möglich wegmachen. Gold des Waldes. Okay, sehen wir ein bisschen. Schön tief dunkel. Ui, ui, ui. Was ist das? Was ist das?
Hugo hat keinen Bock mehr, der will weiter. Gut, ich hack den noch ein bisschen zusammen, sammle meinen Kram auf. Und wenn ich nachher durch bin, dann zeige ich euch, was ich so an Beute, an Ausbeute hatte. So, wir sind zu Hause angekommen. Hier ist wieder viel an der Straße los, beziehungsweise hier ist eine Schule in der Nähe. Ja, und Hugo ist wieder ganz doll am Aufpassen, der alte Wachhund. Wir haben jetzt ein bisschen was gegessen und ganz kurz ausgeruht. Und jetzt habe ich das Kielspan, das geerntete, ein bisschen bearbeitet, ein bisschen auf Länge gebracht, ein bisschen gereinigt. Jetzt bin ich gerade dabei, meine Feuerbox wieder so ein bisschen zu sortieren, aufzufüllen. Ich will mal kurz erklären, was für mich eigentlich wichtig ist, wenn ich unterwegs bin. Ich unterscheide da halt nicht. Wenn ich jetzt eine Tour mache, wo es durchs Gebirge geht, wo ich Fahrrad oder Kanu gebunden unterwegs bin, dann muss ich irgendwann warm verfliegen oder es wäre halt cool, wenn das möglich wäre. Da benutze ich zu meinen Allesbrennerkocher, den ich halt mit Benzin, Kerosin etc. betreiben kann. Durch den Adapter kann ich da auch Gas in Betrieb nehmen. Die nächste Variante wäre zum Beispiel ein Mobo, den habe ich auch in verschiedenen Größen. Den betreibe ich halt mit Holz, aber ich kann ihn auch mit so einer Brennpaste betreiben, Deckel auf, Feuer ran, eingestellt und ich habe meine Flamme zum Kochen. Was für mich auch ganz wichtig ist, ist halt die Jahreszeit bzw. die Gefährderstufen, Waldbrand und wo bin ich überhaupt. Also ich habe auf gar keinen Fall Bock, irgendwie was in Brand zu stecken. Oder manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen einmal gegengetreten, das Ding kippt um und ich habe da irgendwas in Brand gesteckt. Das will ich halt vermeiden. Das mache ich dadurch, dass ich mein Tempo ein bisschen runterfahre. Wenn ich jetzt im Wald irgendwo bin, es gibt immer eine Stelle auf dem Weg, wo Schotter oder sowas ist, wo ich vielleicht mit meinem kleinen Brennpaste-System arbeiten kann, um mir vielleicht irgendwie was Warmes zu essen machen. Es kann auch sein, dass ich dann einfach Fertiggerichte dabei habe, die vorgegart sind und ich lasse das mit dem Feuer und esse ich es kalt. Und habe dann irgendwann einen Spot erreicht, wo mir das möglich ist, halt mal ein Feuer in Betrieb zu nehmen. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, beziehungsweise da hat jeder auch Verantwortung unserer Natur gegenüber, dass er da nicht irgendwie alles abwammelt. Gut, wenn ich dabei bleibe, ein Hobo und mein System hiermit, dann kommen wir zum Thema schon, wie mache ich denn überhaupt meinen Hobo, wie kriege ich den überhaupt in die Gänge? Ja, ich habe halt hier gekaufte Zünder, hier so Grilldinger, einmal Natur, einmal ein bisschen Chemie oder künstlich, wie auch immer. Ich kann Watte mit Vaseline tränken, ich kann mir halt Anzündmaterial zu Hause vorbereiten, auf der Tour mitnehmen. Und so habe ich, ja, ich sag mal, gewährleistet, dass ich mein Feuer entzünden kann. Und jetzt kommt die Geschichte, dass ich mit meinen Jungs irgendwie unterwegs bin und dann ist halt die Diskussion schnell immer entfacht, das ist doch eigentlich gar kein Survival. Mit einem Feuerzeug einen Grillanzünder machen und hier reinschmeißen oder Sturmstreichhölzer oder Benzin oder irgendwelche Hilfsmittel, die man ja aus der Zivilisation mitführt. So sind wir zu dem Thema Feuerbohren gekommen. Ich habe so ein Set da drin, aber das ist eigentlich auch nochmal ein Video für sich wert, weil das ganz witzig ist, wenn wir mit den Jungs unterwegs sind. Der eine oder andere schmeißt das dann komplett in die Büsche, springt drauf rum. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Mache ich vielleicht auch nochmal, dass ich da mal ein Video mache, wenn wir da so ein paar Robotoriker mit bei haben. Ist auch nicht so einfach. Also ich wundere mich immer in manchen Videos, was weiß ich hier, fünfmal die Glut ist da und Feuer brennt. Oder ich bin einfach zu doof dazu. Bei mir dauert es ein bisschen länger. Aber wir kriegen es hin. Okay, jetzt habe ich halt diese ganzen Möglichkeiten vorgestellt und ich will ja darauf hinaus, in der Survival-Situation in unserem Breitengraden, wie kann ich ein Feuer anfangen? Wir haben gerade schon mal gehört, Feuerbohren. Wie gesagt, da machen wir vielleicht nochmal ein Video. Jetzt kommen wir mal zu den Anzündhilfen. Ich habe natürlich ein Feuerzeug. Das wollen wir ja nicht nehmen. Ich habe die Sturmstreichhölzer, wollen wir nicht nehmen. Ich habe die nicht natürlichen Anzündmaterialien, wollen wir auch nicht nehmen. Was wir nehmen ist eher so ein Feuerstein. Auf der Seite. Das wird schon zu brennen alles. Oder meinetwegen auch noch so ein Magnesium, das gleiche mit Feuerstein hier vorne versehen. Schlageisen ist auch mega cool, habe jetzt endlich eins. Fliegen Funken. Schwerpunkt dabei, wie kriege ich ein Feuer an, ohne diese ganzen künstlichen bzw. vorbereiteten Dinger. Ich habe jetzt eine Notsituation, bin im Wald und ich finde Kienspan, das ist gar nicht so schwer. Wenn man weiß, dass es damit Aufsicht hat, dann findet man auch recht schnell was. Ich habe jetzt, wie gesagt, meins mal vorbereitet und ich unterscheide das nochmal in zwei Kategorien, in Gutes und nicht so Gutes. Ich habe jetzt hier mal so ein paar, die ich als Anzündhilfen nehmen würde. Die kann ich also noch dünner machen, einfach mit Messer ein bisschen spalten, zack, zack, bis ich hier so Streichholzartige habe von der Qualität.
Also die riechen richtig, sind auch harzig, wenn ich die anfasse, aber die sind mir zu hell. Der Harzanteil ist meiner Meinung nach so ein bisschen zu gering. Deswegen werte ich das so, dass ich die aussortiere und als Anzündmaterial nehmen würde. Wenn ich jetzt mal die gute Qualität zeige, da kann man sehen, so richtig tiefrot. Man merkt das richtig, dass das getränkt ist beim Anpacken. Das backt richtig, ist noch nicht richtig trocken. Da kann man auch sehen, wie die Fasern schön getränkt sind damit. Ne? Ist noch ein bisschen feucht alles, ein bisschen nass alles. Ich habe hier jetzt mal einen Block, der ist gekauft. Den habe ich geschenkt gekriegt. Ich weiß, dass das Stück hier 2 Euro gekostet hat. Ob man sich das kaufen muss oder nicht, muss jedem selbst überlassen sein. Loch durchgebohrt, Bändchen dran, ganz praktisch. Hier hast du so einen Block. Und die sind auch ergiebig, das hält eigentlich auch ganz lange. Wie kriege ich das jetzt hin, auch bei Feuchtigkeit, hier mit dem Feuer zu machen? Also ich würde jetzt so einen Block zum Beispiel nehmen und würde mir diesen Block so bearbeiten, dass ich nicht die scharfe Seite nehme, sondern ich würde die stumpfe Seite nehmen. Und dann würde ich versuchen, mir Mehl oder Späne damit zu machen. Wenn ich die scharfe Seite nehmen würde, dann wäre das so, dass ich ja zu grob die Späne hätte. Ich will ja so eine Art Mehl haben. Schnell entzündlich. Ah, das geht wunderbar. Mal gucken, dass wir es runterkriegen. So, das mache ich jetzt einen ganzen Augenblick. Bis ich denke, ich habe so einen großen Haufen, den ich mit dem Funken gleich entzünden kann. Ne? Ich bin der Meinung, das müsste reichen. Das mal kurz beiseite. Dann bringe ich das alles so ein bisschen auf den Punkt. Ah, könnte ein bisschen wenig sein. Aber wir schauen mal. So, und jetzt kommt eigentlich das, was viele unterschätzen, nämlich die Vorbereitung. Ich habe jetzt Späne gemacht, jetzt kann ich natürlich mal ausprobieren, haut das auch wirklich hin, dass es anfängt zu brennen. Und dann werden viele feststellen, oh Scheiße, ich habe ja gar nicht genug Holz. Also das, was ich anzünden möchte, das habe ich alles vorbereitet. Ich habe es alles wirklich so gespalten in den richtigen Größen für jede Phase, wo ich das Feuer in Betrieb nehmen möchte. Das ist ja so die erste Phase, ich möchte meinen Funken zu einer kleinen Flamme entzünden. Danach packe ich immer wieder, hier sowas bietet sich an, ne? Das ist schön abgebrochen, schon hier so richtig faserig. Da kann ich jetzt auch mit der scharfen Messerseite arbeiten, größere Späne machen, mir hinbrechen, spalten, wie auch immer. Wichtig ist, dass man von allen so einen großen Haufen liegen hat. Natürlich Materialien, die wir verwenden, ist ja hier dann auch irgendwelche Grassorten, alles was hier schnell entzündlich ist. So, wenn ich das dann gemacht habe, alles vorbereitet habe, dann will ich natürlich starten. Ich nehme jetzt mal einfach hier so einen Feuerstahl, mal gucken. Oh, geht. Ich stelle den hin. Reib erst noch mal ein bisschen, da geht auch noch mal ein bisschen Späne dann runter. Kann man machen, obwohl bei dem Kienspan, glaube ich, ist das gar nicht notwendig. Dann machen wir mal einen Funken. Und schon brennt es. Und jetzt ist das Ding, was ich gesagt habe, jetzt muss ich vorsichtig versuchen, hier meinen Kram ranzulegen, alles andere zu entzünden. Hier seht ihr, Kienspan, das brennt wie Hulle. Und das geht auch echt bei Feuchtigkeit, müsst ihr ausprobieren. Hier das Stück, was ich gerade in der Hand hatte. Jetzt hier das nächste damit zu, hier ist noch schön alles faserig, kann man das so ein bisschen sehen. Das brennt natürlich herrlich, ne? Kienspan hier. So, und wenn ich jetzt anfange, hier mein ganzes Holz drauf zu legen, zack, 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 dann habe ich halt ein richtiges Feuer, ne? Diese Variante ist natürlich jetzt die Geschichte, ich brauche diese ganze Chemie, die ganze gekaufte Geschichte oder Watte oder was auch immer, brauche ich nicht, wenn ich Kienspan habe. Wenn ich jetzt 2-3 Tagestour mache, ich kann ja auch einen kleineren Klotz mitnehmen. Ich brauche gar nicht so einen riesen Klotz. Ich kann das alles auf ultraleicht, auf was für sich abstimmen. Obwohl ultraleicht noch wieder was anderes ist. Die haben dann die ganz kleinen Brenner und so weiter. Letztendlich muss das jeder für sich selber wissen, jeder für sich selber ausprobieren. Ich räuch halt mal rein. Ich schmeiß das mal in den Grill rein. Letztendlich habe ich jetzt nur mal versucht zu erklären, was eigentlich mein System ist. Für mich ist wichtig, dass immer gewährleistet ist, dass ich gerade, wenn ich mit anderen oder auch mit meinen Jungs unterwegs bin, dass ich die halt auch warm verpflegen kann oder mich selber auch warm verpflegen. Ich habe das ja alles vorgestellt, was man da alles so benutzen kann. Aber wenn man dann mal irgendwie ja, an so einem geilen Lagerfeuer sitzt und kommt dann mit so einer Geschichte hier und hat vielleicht noch ein Stück Kienspan bei und kann das mal vormachen, auch wenn das Feuer schon entflacht ist, ist es einfach witzig, da zu sitzen und sich auszutauschen und zu zeigen, hier, guck mal, wie einfach das eigentlich geht. Ne? Wissen ist Macht, sage ich immer. Die gerade hier meine Röhrchen, die sind auch ultra geil. Voilà. Da habe ich auch ein paar Stück von, die ersten habe ich geschenkt gekriegt. Ist halt, wenn man so ein bisschen hier gerade im Hobo oder so ein bisschen zentralisieren will, was betrifft, funktioniert auch einwandfrei. Das ist auch cool, das Ding. Oder ich kann halt auch mal, wenn ich draußen irgendwas erkläre, Flipsheet ist aufgebaut oder sowas, ne? So ein Kurs als Zeigestock. Schon cool. Ich bin sowieso ein Freund davon, dass
alle Ausrüstungsgegenstände mehrere Funktionen haben. Gut, dann werde ich jetzt mal so ein bisschen, weil alles werde ich nicht mitschleppen, werde meine Feuertasche mal ein bisschen vollpacken, dass ich gewappnet bin für die nächsten Abenteuer, die da kommen. Den Rest werde ich dann in meinem Schuppen verstauen. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen nochmal irgendwie ein bisschen was Besseres von der Qualität kriege. Ihr habt ja gesehen, auch mit diesem hier, das funktioniert alles gar nicht. Ich habe es ja mit dem Gekauften gemacht. Ich werde gleich auch nochmal ausprobieren, ob es mit dem auch geht. Wo ich mir ziemlich sicher bin, weil es vom Material her ist, sieht genauso aus. Diesen hier, wenn ich den, jetzt nehmen wir mal ein Feuerzeug, einmal kurz rangehalten, weil es ja komprimiert ist. Ich glaube, wenn ich den so anzünde, es dauert nicht ganz lange. Aha. Müsste mal versuchen, ein Stück Holz, ein herkömmliches hier, Buche oder so anzuzünden. Das hier, gut, ist noch auch ziemlich frisch. Lass mal hier drauf liegen, nicht, dass es weiter glimmt. Das macht halt mega Spaß auszuprobieren und zu experimentieren. Und das noch mit den Jungs draußen, mit ein paar Bier dabei und so am Lagerfeuer. Das machen wir halt mit allem, ne? Irgendein Thema ist immer dabei. Also die Pie-Päckchen, ich habe hier ein Pie-Päckchen, das mache ich auch noch nicht auf. Das habe ich irgendwann vor Jahren mal gepackt und ich weiß wirklich nicht mehr genau, was da drin ist. Bei der nächsten Gelegenheit nehme ich das mit und werde das mit den Jungs dann mal zerlegen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen geschummelt. Das hier ist ein Würfel, das kann ich spüren. Ich habe oft Würfel dabei gehabt, um irgendwas auszuwürfeln, Zeitvertreib, wie so eine Art Gesellschaftsspiel. Da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Naja, ist auf jeden Fall witzig, wenn die anderen Jungs hier einen Senf dazu geben. Und was hast du denn da eingepackt und was hast du denn dabei gedacht? Und ich hoffe, ich kann mich da noch an alles erinnern. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich würde mich mega freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich wieder draußen unterwegs bin. Mal gucken, ob Hugo wieder mit am Start ist oder nicht. Aber ich versuche ihn ja so oft wie möglich mit einzubinden, mitzunehmen. Ich muss mit ihm nur ein bisschen Fahrradfahren üben, das nur mal nebenbei. Und dann ist die nächste Fahrradtour ist er auch mit dabei. Im Moment ist es so, dass er mich vom Fahrrad immer runterholen will. Kann ich eigentlich auch nochmal ein witziges Video machen vom Training, Hugo und meine Wenigkeit beim Fahrradtraining. Ich muss einen Helm und sowas anziehen, weil der holt mich echt da runter.